Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Wir sind bei Windows-Anwendungen und wir gehen gerade so ein bisschen überblicksmäßig über die verschiedenen Steuerelemente durch. Und heute wollen wir uns ein Steuerelement geben, das heißt PictureBox. Ja? Wann in der Textbox Text drin gestanden ist, wird in der PictureBox wohl ein Bild sein. Ja? Ein Picture. Nun, da ist wieder das Programm vom letzten Mal. Die Gruppe X und diese Radio-Buttons, die lösche ich weg, die brauche ich nicht. Das war vielleicht der falsche Knopf. Backspace geht nicht, man muss Entfernen drücken. So, fort ist er. Ja. Jetzt gibt es da rüben die Picturebox, die ziehe ich hier rein. Dann hat die eine gewisse Größe. Ist aber kein Bild drinnen, wie wir sehen. Ja, können wir groß machen, klein machen, ist kein Bild drinnen. Wo kommt das Bild her? Das gibt es da rüben. Wie nenne ich das? PictureBox und das nenne ich Logo. Ja, das ist meine PictureBox Logo. Da gibt es Image Location. Eine Eigenschaft Image Location. Und da muss man reinschreiben, wo die PictureBox denn das Bild findet. Okay? Und ich habe mir da ein Bild vorbereitet. Das ist das. Ja, und wenn man ein gescheites Tool hat, kann man sich gleich den Pfad kopieren da oben. Passt. Kopieren wir es da rein. Enter, ist schon da. Ist schon da. Ja. Da ist unser Logo. Wunderschön, kann ich jetzt platzieren. Und jetzt sehe ich, das ist ja drüber. Ja. Wenn man mit der rechten Maustaste da drauf drückt, kann man sagen, in den Hintergrund verschieben. Ja. Dann ist es hinten. Gut, gell? Gut. Jetzt haben wir das. Was kann die PictureBox noch? Wir sind ja eigentlich bei der PictureBox. Was kann die PictureBox noch? Nun, man kann ihr eine Größe geben. Wie wir sehen, die Größe ändert das Bild da drinnen nicht. Das liegt an dem Verhalten. Da gibt es die Size Mode. Das ist normalerweise auf Normal gestellt. Aber wenn du zum Beispiel sagst Stretch Image, dann wird dieses Image an die PictureBox angepasst. Man schaut, wir sehen, wird verzerrt, schaut nicht gut aus. Ja. Deswegen haben wir da zum Beispiel auch das Zoom. Ja. Dann wird der sogenannte Aspect Ratio, also das Verhältnis zwischen Breite und Höhe des Bildes, berücksichtigt und es wird angepasst. Aber Höhe und Breite bleiben im Verhältnis gleich. Gell. Das ist der Zoom. Das Zoom. Dann gibt es noch Auto Size. Dann wird die PictureBox ans Bild angepasst. Ja. Und Center Image, da ist halt jedes Mal, egal wie groß die PictureBox ist, ich bin in der Mitte. Mein Bild findet in der Mitte seinen Platz. Ja. Also ich werde hier jetzt verwenden Normal, weil das passt mir. Und dann werde ich hier die PictureBox hier platzieren. Vielleicht etwas weiter nach unten. Dann mache ich es vorne ein bisschen kleiner. Dann schaut das nicht super aus jetzt? Schaut das nicht toll aus? Schauen wir uns das an, wenn wir das starten. Tatsächlich, es ist da. Ja, es ist da und es funktioniert natürlich noch haargenauso wie vorher. Ich meine, cool, oder? Jetzt haben wir ein Bild. Bild dargestellt. PictureBox. Man kann natürlich noch viel mehr machen. Mit den ganzen Steuerelementen kann man viel mehr machen. Wir kratzen ja nur an der Oberfläche, aber ich möchte sie einfach eine nach der anderen vorstellen. Einer nach der anderen vorstellen. Das nächste schon mal schauen wir uns eine Progress Bar an. Bei der Gelegenheit werden wir uns auch gleich eine Trackbar anschauen. Wo der Unterschied ist und mal werden wir sehen. Werden wir sehen? Das nächste Mal. Für dieses Mal herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.